Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 2. Es ist jetzt schon ein Weilchen her, dass ich aufgenommen habe, deswegen weiß ich gerade gar nicht mehr so genau, was ich zu tun habe. Ich habe nur eine Vermutung, mal eben gucken. Genau, ich habe den Saft in Dosen im Inventar und den Schlüssel zur Nottreppe habe ich auch schon und Schlüssel zum Hof. Das ist sehr gut. Dann werden wir uns jetzt mal darum bemühen. Sag ich mal. Das alles hier so fertigzustellen, sag ich mal. Ich bin ja übrigens sehr froh. Also, ich habe ja jetzt schon ein paar Parts von Silent Hill 2 hochgeladen. Also, ich bin echt total froh, dass es so gut bei euch ankommt, Leute, muss ich ja mal eben sagen, ne? Das freut mich wirklich total. Und auch, dass die Tai wieder meine Videos schaut. Yay! Das freut mich. Und ich freue mich auch, dass du die weißen Vans zählst. Ich bin echt gespannt, wie viele es hier gibt, weil ich habe sie nie gezählt. Ich weiß nur, dass es viele sind. Verwenden. Ja, genau, James. Einfach mit Krawall so. Bäm, bäm, bäm. Sagt noch was dazu? Sieht aus, als hätte sich der Müllschlucker festsitzende Abfall gelöst. Dann gehen wir doch mal nachschauen, was das war. Einmal wieder runter. Denn dort finden wir etwas sehr Wichtiges im Müll. Warum auch immer das im Müll liegt. Wer schmeißt so etwas weg? Aber naja. Ja, Tür. Ich weiß. Du hast es schwer. Wurdest nie geölt. Wurdest hier total vernachlässigt. Arme Tür. So, dann schauen wir doch jetzt mal hier nach. Was liegt denn hier Schönes? Ein aufgerissener Müllsack. Der Müllsack ist zerrissen und der Inhalt überall verstreut. Ich habe eine Münze, alter Mann. Was ist das? Immer noch Müll, würde ich sagen. Ah, so ein Klatschmagazin. Der Satz hätte auch von Heather kommen können. Die Polizei gab heute bekannt, dass Walter Sullivan, der am 18. dieses Monats für den brutalen Mord an Billy Locane und seiner Schwester Miriam verhaftet worden war, am Morgen des 22. in seiner Gefängniszelle Selbstmord beging. Laut Polizeibericht stach sich Sullivan mit einem Suppenlöffel in den Hals und durchtrennte dabei die Halsschlagader. Also, nee. Ganz ehrlich, also um das zu machen, muss man nicht nur, ja, stark, sondern auch wahnsinnig genug sein, würde ich sagen. Also unschöner Tod würde ich jetzt nicht unbedingt machen wollen, aber naja, wem es gefällt. Als der Wärter ihn fand, war Sullivan bereits an Blutverlust gestorben. Der Löffel steckte 5 Zentimeter tief in seinem Hals. What the fuck? Ein alter Schulfreund von Walter Sullivan aus dessen Heimatstadt Pleasant River sagte, er sah nicht wie einer aus, der Kinder umbringen würde. Aber ich erinnere mich, dass er kurz vor seiner Verhaftung alle möglichen seltsamen Sachen sagte, wie zum Beispiel, er versucht mich zu töten. Er versucht mich zu bestrafen. Das Monster. Der rote Teufel. Vergib mir. Ich hab's getan, aber ich war es nicht. Der Schulfreund fügte dann hinzu, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war er wohl ein bisschen durchgedreht. Ach, das fällt dir aber früh auf, Junge. Ja, Walter Sullivan, das ist wirklich so ein Mörder, den wir noch kennenlernen werden, nämlich also nicht in diesem Spiel hier, aber in Silent Hill 4, wo ich übrigens beim lieben Alex Flattermann 85 Gast kommentieren werde. Da freue ich mich schon drauf. Und da kommt dieser Walter Sullivan halt drin vor. Ach, warte mal. Ist hier vielleicht dieser Hof? Oh, anscheinend ja. Ja, Walter Sullivan ist ein sehr interessanter Killer, der so Zahlen in seine Opfer schnitzt. Aus einem gewissen Grund. Aber ich will eigentlich nicht zu viel spoilern. Komm, spoilern wir mal nicht. So, jetzt bin ich hier im Hof gelandet. Ach ja, da muss ich ja auch noch hin. Warte mal, Karte. Sagt die Karte was dazu? Ah, sehr schön. Ich habe eine Karte davon. Genau, ich sollte erstmal hier alles abgrasen und dann. Da. Okay.
Das sind eigentlich nur ein paar wenige Räume. Komme ich dann da raus, da unten? Ich weiß es nicht genau. Naja, schauen wir erstmal nach, ne? Sehen wir uns erstmal hier um, weil wir. Hier werden wir noch eine andere wichtige Münze finden. So viel kann ich verraten. Und ihr hört sie schon, unsere lieben Freunde. Okay, hier ist zu. Das heißt, wir können nur von hier rein. Ach Gott, ihr seid so laut. Ihr seid so laut. Ist da was, Freunde? Ich schieß mal ein bisschen auf euch. Ich hab ja genügend Muni, ne? Ja, passt. Sehr gut. Das soll reichen, weil die sind nicht so gefährlich, meiner Meinung nach, wenn sie am Boden sind. Ach, hier ist nur noch einer. Scheiße, hi. Ja, komm her. Nimm. Ja. Was auch immer er für Zuckungen gerade hatte. Wow. Lasst mich in Ruhe, ihr komischen drei Musketiere. Boah, ey, die sind so schrecklich laut, ey. Ich hasse sie. Bin ich jetzt überhaupt in die richtige Tür gegangen? Fragezeichen. Ich glaube ja, oder? Leider ja. Wow, hi. Lauf. Oh, Glück gehabt. Hier kotzt sich einer die Seele aus dem Leib. Buh. Oh mein Gott, da liegt ja jemand. Was zum. Wer hätte sowas tun können? Das frage ich mich aber auch gerade, James. Wo guckst du hin? Da guckst du hin. Dödem. Ich hoffe, Freunde, dass die Musik, die jetzt gleich in der Cutscene läuft, nicht Copyright geschützt ist, aber ich glaube, die geht noch. Hoffe ich mal. Drückt mir die Daumen. Do what? I didn't do anything. I swear. He was like this when I got here. My name's James. James Sunderland. Eddie. Eddie. Who's that dead guy in the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill anybody. You're not friends with that red pyramid thing, are you? Red pyramid thing. I don't know what you're talking about. Honest. But I did see some weird looking monsters. They scared the hell out of me, so I ran in here. Well, I guess this place isn't too safe either. What happened here anyway? I told you. I don't know. I'm not even from this town. I just. You too, huh? Something just brought you here, right? Yeah, you could say that.
that. Well, whatever it is, I think you better get out of here soon. Yeah, you're right. What about you? I'll leave as soon as I'm done here. Eddie, be careful. James, I you be careful too. Ja. Das werden wir. Ja, da haben wir jetzt die guten Eddie kennengelernt. Und neue Musik spielt ein. Nun gut, Eddie scheint diesen Typen ja hier nicht getötet zu haben. Das ist ja schon mal beruhigend. Nicht, dass wir jetzt hier mit einem Mörder zu tun haben. Wobei ich bei den Worten mir echt ein grinsen muss. Warum werdet ihr hinterher im Laufe des Spiels auf jeden Fall noch merken. Und ja, die Zeit ist auch schon dann wieder rum für diesen Part. Deswegen würde ich mich jetzt hier auch schon wieder von euch verabschieden. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und noch viel mehr hoffe ich, dass die Musik drin bleiben darf. Und, ach ja, eine Sache, die ich noch eben sagen wollte, diesen Bericht, den wir gelesen haben über Walter Sullivan, ne? Da stand ja sowas von wegen, ja hier, der rote Teufel. Ich nehme mal stark an, dass Walter Sullivan damit den Pyramid Head meint, dass er den auch gesehen hat. Was aber eigentlich nicht sein kann. Aus einem gewissen Grund, den ich später noch nennen werde. Ja. Aber damit soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder im nächsten Part. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.